Ich wollte euch heute ein bisschen was von einem neuen Bild erzählen, was ich gemalt habe. Und zwar habe ich jetzt gemerkt, dass ich Anfang von dem neuen Lockdown jetzt hier in Deutschland und auch so Herbstbeginn und so weiter und so fort. Ich bin so ein Typ Mensch, der reagiert da so ein bisschen mit Depressionen auf solche Sachen. Also wenn es so ein bisschen dunkler wird, die Sonne weniger scheint und auch sonst viele Sachen passieren, die irgendwie nicht so schön sind, wie so ein Lockdown, merke ich, dass mich das echt beschäftigt und mich irgendwie runterdrückt. Und ja, ich habe jetzt auch gemerkt, dass ich halt Anfang der Woche oder so hatte ich so also eine Phase, oder jetzt auch die letzten Tage hatte ich so eine Phase, echt, wo ich gemerkt habe, so, ich fühle mich wie so, als würde ich auf dem Meer schwimmen und es ist alles ein bisschen dunkel drumherum und ich habe irgendwie so ein bisschen die Orientierung verloren. Ich weiß nicht genau, wo die Küste ist und wo ich mich hin orientieren soll. Und ja, ich finde, das ist kein schönes Gefühl. Ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, also keine Ahnung, wie ihr es so alles verarbeitet oder so. Ich merke, mir fällt das nicht so leicht, damit umzugehen. Und genau, ich habe, mir hilft Malen, wenn es mir schlecht geht. Und ich habe angefangen, ein Bild zu malen. Und zwar habe ich mag Wale sehr gerne. Und im Moment gerade spricht Gott viel durch Wale zu mir. Wale berühren mich irgendwie total. Das sind so riesengroße, wunderschöne Wesen, die im Meer leben. So einzigartig und irgendwie so besonders. Und also ich habe noch nie einen Wal live gesehen. Vielleicht kommt das irgendwann noch. Aber jedes Mal, wenn ich Wale sehe, in Filmen oder so, berührt mich das total, diese majestätischen großen Tiere zu sehen. Genau, und ich habe einen Wal gemalt. Und der Wal ist so mit Gold und Grün und Rottönen. Grün ist so eine Farbe, die steht so für Hoffnung und für Freiheit für mich. Rot ist ein Symbol für, ja, für dafür, dass Gott für unsere Sünden bezahlt hat. Und das Gold ist so was Göttliches. Genau, und nachdem ich den Wal so gemalt habe, habe ich gemerkt, so irgendwie wünsche ich mir voll so eine Berührung mit genau diesem majestätischen Tier oder mit diesem göttlichen, großen, wunderschönen. Genau, und das ist das, was ich mit diesem Bild versucht habe, so ein bisschen auszudrücken. Da ist so ein ganz kleiner Mensch. Ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann. Und ich merke, wenn ich das mache, also wenn ich mich innerlich in so Momenten oder auch in so Phasen, wie es gerade irgendwie ist, mich voll darauf konzentriere und mich danach ausstrecke, nach so einer Berührung, dass mir das Hoffnung gibt, dann habe ich wieder Hoffnung in meinem Herzen, dass gut werden wird. Genau, und dass der Frühling wieder kommt. Und ja, das wollte ich teilen mit euch. Genau, und ich hoffe irgendwie auch, dass es den einen oder anderen vielleicht, wenn er da gerade ähnlich empfindet oder es dir vielleicht gerade genauso geht, dich ein bisschen ermutigt. Genau, Hoffnung zu kriegen.